Hallo und herzlich willkommen zur Fortsetzung meiner Resident Evil-Reihe. So, wo waren wir stehen geblieben in der letzten Folge? Was ist bisher passiert? Wir sind ja mit Claire an die Tankstelle geballert. Haben dort mit Claire unseren ersten Zombie getroffen. Und auch den Polizisten Leon. Und sind dann zusammen mit Leon nach Raccoon City gefahren. Okay, das war soweit. Okay, schnell das Rätsel lösen. Okay. Ja, jedenfalls sind wir mit Leon nach Raccoon City gefahren und haben uns dann aus den Augen verloren, nachdem Trucker Joseph dort die ganze Gegend in die Luft gejagt hat. Ich habe den Weg zur Polizeistation gefunden, Löwe, Zweig und Vogel. Bin jetzt in dieser Polizeistation auch schon etwas unterwegs gewesen, habe unter anderem dieses Tagebuch oder dieses kleine Notizbuch, was wir gerade gesehen haben, von einem Polizisten gefunden, der es leider nicht geschafft hat. Kopf, Zweig und Vogel. Der hat uns jedenfalls das Tagebuch hinterlassen. Wir sind gerade dabei, das erste Rätsel zu lösen. Die Aufgabe besteht darin, drei Medaillons zu finden, die wir da unten im Treppenaufgang in diese Göttinnenstatue, in diese Ausbuchtungen stecken müssen. Oder Vertiefungen sind das ja, kleine Vertiefungen. Okay, bringen wir gleich mal hin, damit wir nicht so viel Ballast mit uns rumschleppen. Das Inventar ist, weiß Gott, nicht groß. So, rein damit. Okay. Sehr schön. Also hat Elliot recht. Ja, er hat recht. Ja, noch sind wir nicht draußen. Noch sind wir nicht raus. Wer hätte das gedacht? Hätten wir jetzt ohne diese Bemerkung gar nicht festgestellt. Jedenfalls haben wir uns in Raccoon City, habe ich Leon aus den Augen verloren. Kein Mensch weiß, wo sich der Junge rumtreibt. Das Problem hatte seine Mutter früher wahrscheinlich schon immer mit ihm. Und wir versuchen nun, so viel ich mitbekommen habe, zack, aus dieser Polizeistation wieder zu entkommen. Erst rein, jetzt raus. Diese Frau weiß halt auch nicht, was sie will. Habe ich auch noch etwas Munition schon wieder liegen sehen. Die Blume nehmen wir immer gern mit. Weil noch geht es ja wieder gut. Aber das Ganze ja immer recht schnell ändern. So. Jedenfalls versuchen wir gerade wieder aus dieser Polizeistation zu entkommen und vielleicht unterwegs auch nochmal Leon irgendwo einzusammeln. Hoffentlich liegt er nicht besoffen in irgendeiner Gasse. Was mir allerdings im ersten Teil auch aufgefallen ist, oder besser gesagt, als ich angefangen habe zu spielen mit diesem Tracker, es ist doch schon stellenweise recht unlogisch veranlagt, dieses Spiel. Das ist aber wahrscheinlich eine Krankheit von diesen Computerspielen oder Filmen. In Filmen ist es genauso dämlich. Okay. Ich wiederhole, ich frage mich eigentlich, wer funkt diese Polizisten hier an? Okay, da hat das Maul eindeutig zu weit aufgerissen. Was war das? Wer ist da? Da rollt doch eine Blechdose durch die Botanik. Da gucken wir uns das an. Die Tür ist zu, okay. Brauchen wir einen Schlüssel. Warum ist jetzt diese Blechdose dort in Bewegung gekommen? Kein Mensch weiß es. Also ich sehe nichts. Das Fenster ist zu. Es kann also auch nicht der Wind gewesen sein, der diese Blechdose bewegte. Und das ist, genau, das ist ja. Oh, streng dich an, Baby. Was soll ich? Jetzt hat er mir doch tatsächlich das Glas kaputt gemacht. Dafür gibt's blaue Bohnen. In den Schädel. Ja, okay, erstmal nachladen. Ich vergesse das. Hat nicht geschmeckt, was, Mama? Ja, zurück zur Blechdose. Und zu dieser Unlogik.
Entschuldigung. Polizeistation. Okay, die haben die Polizeistation in eine Schutzunterkunft verwandelt. Eine der Zuflucht suchenden Personen hat uns in der Nacht angegriffen und dabei einen Beamten getötet. Drei weitere verletzt, so ein Frechdachs. Ein Mob hat die Polizeistation angegriffen und dabei mehrere Todesopfer gefordert. Ja, okay. Im Westflügel der Polizeistation ist es gegen 13 Uhr zu einem weiteren Angriff gekommen. Dabei starben 12 Personen. Es gibt nur noch wenig Überlebende. David. Nochmal die Karte der Polizeistation. Okay. Ja, schön. Jedenfalls, am Anfang könnt ihr euch erinnern, dieser Trucker sitzt doch in seinem Auto, fährt bei Regen über die Landstraße, pipapo und alles gut und schön, hört Radio, frisst seinen Burger und im Radio erzählt jemand Munition seine, über seine erste Begegnung oder seinen ersten Kontakt zu einem Zombie. Er wusste das natürlich nicht. Und der Radiomoderator scheinbar auch nicht. Und so hatte ich halt fälschlicherweise angenommen, das sind halt die ersten Kontakte oder das ist die erste Entwicklung, die sich hier vollzieht und dass das alles so langsam noch im Entstehen ist. Ja, jedenfalls findet Tracker Joseph das alles sehr lustig und lacht sich kaputt. Wen haben wir davon? Davon, was ist das? Der gute Mann hängt am Kaffeeautomat, hat wahrscheinlich einen Euro reingesteckt und kriegt da seine Brühe nicht raus. Ist leicht stinkig, der Bursche. Ja, kotzt sich erstmal aus. Und wie so ist jedenfalls, fährt Joseph just in diesem Moment seinen ersten Zombie an. Steigt aus und so weiter. Naja, und den Rest kennen wir. Wir landen an der Tankstelle. Dort treffen wir ja auch mit Claire auf unseren ersten Zombie. Schießpulvernutzung, okay. Hier wird uns erklärt, wie wir Schießpulver oder besser gesagt Munition bauen. Und auch an der Tankstelle wimmelt es dann schlagartig, nachdem wir aus dieser Tankstelle oder aus diesem Gebäude rausrennen wollen und Leon getroffen haben, wimmelt es auf einmal schlagartig von Zombies. Kein Mensch weiß, woher die gekommen sind. Alter! Den hat aber keiner... Das hat keiner kommen sehen. Schießpulver, okay. Also, ich habe die Tür nicht gehört. Ja, sehr schön. Als wir durch... Alter, lebst du noch? Wenn man so etwas lebt, klar beißt in den Hals. Immer. Immer in den Hals beißen, was das immer soll. Und da kommt dann... Alter. In den Hals. Wieso beißen Zombies eigentlich nicht immer in den Hals? Das sind doch keine Vampire. Nein, da zuckt's. Da lebt's noch. Oh nein, ich schieße an da und vorbei. Echt jetzt? Wieso sterben die nicht einfach mal? Was zur Hölle? Aber schön, wie das Messer im Hals steckt. Das gefällt mir. So, komm, das Messer holen wir uns wieder. Ja, auch wieder so eine Sache. Erstens, Zombies beißen dich immer in den Hals. Warum? Verstehe ich nicht. Zweitens, das Messer nutzt sich ab. Leon S. Kennedy, Sie bekommen als ersten Fall etwas Besonderes. Ihr Auftrag, öffnen Sie Ihren Schreibtisch. Der Schlüssel zum Erfolg versteckt sich in den Initialen unserer Vornamen. Geben Sie die Buchstaben in der Reihenfolge unserer Schreibtische ein. Es gibt zwei Schlösser, einen pro Schreibtischseite. Einen?
Ist das nicht eines pro Schreibtischseite? Öffnen Sie beide. Gut, Initialen unserer Vornamen. Wen kennen wir bis jetzt? Ihre erste Aufgabe besteht im Grunde darin, sich die Namen ihrer Kollegen einzuprägen. Aber das haben Sie ja schon selbst gemerkt. Ja, ja. Viel Erfolg, Leon. Es kann übrigens etwas Arbeit erfordern, auf Scott eine direkte Antwort herauszuholen. Also wenn ich Scott fragen möchte, wie er heißt, kriege ich wahrscheinlich keine direkte Antwort, obwohl ich ja schon weiß, dass er Scott heißt. Verstehe ich gerade nicht. Also ich muss Scott fragen, wie er heißt, kriege keine direkte Antwort von ihm, wahrscheinlich, steht ja da. Weil er ein Idiot ist, keine Ahnung. Ich muss ihn doch aber gar nicht mehr fragen, weil ich ja schon weiß, dass er Scott heißt. Hä? Hallo? Okay, geben wir mal ein bisschen was ein. Wir haben Leon. Wir kennen Elliot, den Marvin vorhin in der Eingangshalle erwähnt hat. Marvin selbst. Scott. Das sind vier Namen. Okay. Ich glaube, da hieß noch einer David oder so. Ich glaube, David habe ich gelesen. Ja, ist etwas sinnlos, weil wir ja die Reihenfolge der Tische nicht kennen. Okay, ich lass das mal lieber sein. Ich muss erstmal die Reihenfolge der Tische herausfinden, damit wir hier irgendwie des Rätsels Lösung auf die Spuren kommen. Ich komme hier einfach nicht zum Erzählen, was ich eigentlich erzählen möchte. So, weil es gibt schon wieder was zu lesen. Einsatzbericht. Außer mir sind noch drei andere übrig. Keine Waffen, keine Munition und zu viele Scharmützel haben uns geistig und körperlich ausgelaugt. Wir werden es nicht schaffen. Ja, ein Tunnel soll aus dieser Misere herausführen. Ich habe Ihren Vorschlag zunächst abgelehnt, aber jetzt klingt er ganz gut. Es gibt keine Beweise für den Tunnel und man weiß auch nicht, ob dieser Tunnel dann letzten Endes nicht auch noch Zombie verseucht ist. Und der Sportsfreund steht schon wieder auf. Es kotzt mich einfach nur noch an. Ja, ja, jedenfalls sind hier einige sehr fragwürdige Logiken am Start gewesen. Die Leute, die sich die Geschichte ausgedacht haben, haben wahrscheinlich gedacht, sie haben es mit Idioten zu tun. Da hinten wird schon wieder rumgeblökt. Hier brauchen wir wieder einen Schlüssel. Und ja. Und schon wieder. Nein, ich dachte mir schon, dann beißt mich nein, aber ich hab's noch geschafft. Den Kopf. Nee, jetzt aber den Hals. Alter. Und schön vorbeigeschossen. Nein. Und nochmal, ich glaube, wenn du sie schon so hast und so abwehrst, dann ist das schon, das ist schon vorprogrammiert. Messer. Guckt euch das an, das Messer. Dreimal zugestochen und schon fast weg. Ein sinnloser Tresor, das kann ich doch sein lassen. Ich habe aber auch nirgends irgendwas in einer Art von Kombination gefunden, mit der man hier vielleicht mal also einen scheiß Tresor aufbekommt. Polizei, dein Freund und Helfer. Drei Schuss. Das war drei Schuss, Johnny, aber den habe ich wenigstens gut in die Rübe geschossen. Ja, die Pflanze brauchen wir unbedingt. Ohne Pflanze kommst du ja nicht mehr weit. Bretter. Holzbretter einmal.
Und wieder was zu lesen. Heilwirkung von Kräutern. Ja, dann mal speichern. Speichern ist immer gut. Erstmal Licht in der Bude gemacht. Ja, tu mal das Schießpulver da rein, das brauchen wir jetzt nicht. Ansonsten gibt es hier wohl da noch ein Spind zu öffnen. Munition. Sehr gut, jetzt habe ich nur noch 22 Schuss. Ja, Schießpulver. Das kann ich eigentlich gleich hinten wieder mit in meine Truhe packen, damit das mir nicht die Inventarplätze hier zumüllt. Weil man kann ja auch nicht stacken. Film ist Beweismaterial, nicht liegen lassen. Welcher Film? Allgemein wahrscheinlich. Das scheint ja so ein Fotoentwicklungslabor zu sein. Aber liegen genug Filme rum? Hält sich wieder keiner an die Anweisung? Kann ich hier nichts machen. Seit Anbeginn der Zeit behandelt die Menschheit Krankheit mit Heilkräutern. In diesem Buch stellen wir drei dieser in den Arklebergen heimischen Kräuter vor. Grüne Kräuter heilen einfache Verletzungen. Ja, das haben wir schon gemerkt. Was die roten Kräuter betrifft, so sehen sie zwar schön aus, besitzen jedoch keine Heilwirkung. Zumindest dachte man das bislang. Es ist allgemein bekannt, dass man durch die Kombination von Heilkräutern Mixturen hält, die deren Wirkung steigern und... viel Dopak. Einem Doktor der asiatischen Medizin zufolge erhält man durch Mischung von blauen und roten Kräutern eine Mixtur, die die Konstitution stärkt. Okay, also wir haben ja gerade, glaube ich, so ein rotes Heilkraut eingesammelt. Durch die Mischung mit blauen Kräutern. Blau habe ich noch nicht gesehen, glaube ich. Da wieder Gebäudereiniger bei der Arbeit, er putzt gerade das Fenster und schlägt das wieder ein. Diese Vollidioten wissen wohl nicht, was das alles kostet. Oh nein, lass mich. Ja, sehr schön. Zäher Brocken. Hey, du kannst mal die Bude sauber machen. Guckst mich aus traurigen Knopfaugen an. Mein Messer? Jetzt ist es passiert. Das Messer ist weg, das Messer ist futsch. So ein Schwachsinn. Also ganz ehrlich, es geht mir echt auf den Sack, dass diese Idioten immer wieder aufstehen. Dann kann ich doch eigentlich mehr die Scheißmunition sparen und einfach nur an den Spastis vorbeirennen. Gut, das soll es erstmal für heute gewesen sein. Fortsetzung folgt natürlich. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Kommentar da. Ihr wisst, ich bin noch YouTube-Noob. Ich freue mich also über jede Anregung, die von euch kommt, um mit euch zu interagieren.
Und ja, freue mich von euch zu hören. Bis dann. Ciao.